Tag 18 im Winter. So. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was wir heute machen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen, Herren und Diverse. Hallo Jimmy, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an Altersgut im Sinne. Ja, toll. Eine beliebige Tradition ist das Wichteln, bei dem jeder Stadtzwischen einer anderen Person zugeteilt wird. Am Ende des Fests bringt jeder ein Geschenk und überrascht ihn mit Besonderem. Mein geheimer Freund ist Heidi. Heidi. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was man Heidi schenkt. Das muss ich eigentlich schon nachgucken, wenn ich das nicht besonders verkacken will. Muss ich. Ah, okay. Okay. Hab sogar was für sie. Nämlich. Wo ich die hingepackt? Da. Die gute alte Kokosnuss. Weil kann ich nochmal brennen? Wait. Hab ich das richtig gesehen? Okay, ja, Kokosnuss für Haley ist okay. Dich können wir erstmal daheim machen. Ab zu den Tieren, darum brauche ich mich nicht kümmern. Ja, hart, schmerz ist mir relativ. So, ach, seht ihr, Freunde? Ich habe gesagt, ich werde mich in der nächsten Folge mal mit dem Animationscanceln auseinandersetzen. Ich hab's vergessen. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich mache, wenn die Nacht vorbei ist, oder beziehungsweise wenn wir in dem Bildschirm sind, wo steht, wie viel wir verdient haben oder auch nicht, werde ich mal kurz dann die Aufnahme pausieren und mir das Animation Canceling angucken. Und einen möglichen. Ich will immer noch kein Eier essen. Und einen möglichen Hotkey machen. Ach, sagen wir das so? Ja, ich glaube, das ist nicht. Glaube, das ist nicht verkehrt, Hotkey-mäßig zu sagen. So. Aber das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo ich bei den Tieren war. Weil es natürlich auch um die geht dabei. Deswegen bitte entschuldigt. So. Wir gehen. Wir haben unten noch sehr viele Artefakte zu finden. Aber. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust, es zu forcieren. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn ich es nicht forcieren würde, würde dann nie was passieren. Mit den Artefakten. Weil bei Monstern und so haben die teilweise nur eine 0, oder eine 1%ige Chance. Und deswegen, ich glaube, wenn wir es nicht forcieren und deutlich mehr darauf achten, dann würde es nie was mit den Artefakten. Und ohne die Artefakte, gut, den Busstopp, die Bushaltestelle, so, die können wir so freischalten mit Geld. Aber es sind auch 45k, die wir erstmal verdienen müssen. Ich glaube, 45 kann plus minus sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Deswegen müssen wir eigentlich so ein bisschen drauf achten. Und wenn wir in die Sewers kommen, das ist auch sehr gut eigentlich. Ich glaube tatsächlich, wir angeln gleich nochmal. Ich glaube, wir angeln dann mal hier im Fluss oder im Teich, um den Skill vielleicht auf 5 zu kriegen. Ich halte das, glaube ich, nicht für die schlechteste Idee. Ah, gucken wir mal. Aber ja, im Prinzip muss ich gerade überall lang gehen, weil, wie gesagt,
Riechst du schon eine? Weil sonst... Oh, ich glaube, du brichst aber nicht, oder? Du brichst niemals. Du brichst? Nice. Iridium-Erz. Ja, ist ja gut. Es war unbeabsichtigt. Und, hier müsste ich auch mehr reinkommen. Hier was? Hier haben wir bis jetzt zwei gefunden. Nee, da gehen wir gleich hin, weil sonst vergesse ich Gunther. Klimt ist auch noch nicht fertig. Klimt müsste morgen fertig sein. Morgen oder übermorgen? Ich bin gerade gar nicht sicher. Ist auch nirgendwo gerade was drin. Museum spenden. Da ist überhaupt kein Platz mehr, packen wir dich da ein. Und keine neue Belohnung, ein bisschen traurig. Ja, weder brauche ich euch gerade, noch will ich euch eigentlich gerade mitnehmen. Können wir eigentlich eben hier das machen? Ja, nice. Willkommen Kleidertherapie, zur Kleidertherapie. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht den ganzen Tag frisst. Ich frage euch vielleicht, was ist Kleidertherapie? Ich versuche es mal zu erklären. Viele von uns haben persönliche Probleme. Dinge, die uns davon abhalten, so zu leben, wie wir wollen. Es ist mir wichtig, dass jeder ein freies und glückliches Leben hat. Also habe ich mir diese neue Therapie ausgedacht, um das zu erreichen. Oh, Emily wird auch irgendwie so ein bisschen zu meinem Liebling gerade, muss ich sagen. Sie basiert auf den erstaunlichen Mitteln der Selbstdarstellung. Selbstdarstellung ist ein wundervolles Werkzeug zur Heilung. Wusstet ihr das? Ja, meine... Das, alles, was ich jetzt sage, ist nicht gut. Deswegen. Hinter diesem Fort fingen diese unzählige Klamotten, die Auswahl ist nahezu endlos. Eure Aufgabe ist einfach, findet das Outfit, das wahrlich zu euch spricht und zieht es an. Seid selbstbewusst bei eurer Entscheidung. Ihr habt alle einzigartige Stile, die ihr mit der Welt teilen könnt. Shane, du zuerst. Ah, Jimmy, gerade rechtzeitig. Schau einfach zu und sei voreingenommen, okay? Ich bin immer voreingenommen. Das stimmt nicht. Ich mache Menschen nicht, also bin ich eigentlich immer eingenommen. Egal. Ja, das steht dir tatsächlich, Shane. Das ist cool. Shane, eine neue Seite, die wir noch nie von dir gesehen haben. Jetzt geh selbstbewusst da raus und zeig dich der Welt. Klar. Okay, jeder kommt mal dran. Jetzt bin ich gespannt, wie Robin aussieht. Boah, okay, Robin. Wunderbar. Lasst uns sehen, was Demetrius davon hält. Go, Louis. Go, Louis. Er kommt genauso raus, oder? Ah, ja, okay, aber das steht hier auch, ja. Das ist cool. Darf ich mir auch Klamotten aussuchen? Ich brauche noch was Passendes zu meinem Hut. Okay, Miguel. Ja. Aber was erwartest du? Es ist so schwitzig hier drin. Was erwartest du? Clint, du als Nächster. Ah, los, Clint. Ab dafür. Okay, Emily, ich mache es. Ja, weil du auf Emily stehst. Oh Gott, ich habe Rückenschmerzen. Ich habe mich so verlegen. Ist bei euch eigentlich auch so viel Schnee? Ah, oh, nee, Clint.
Ist okay, Clint, aber. Nee, irgendwie steht dir das nicht. Weiß nicht. Darf ich mir jetzt auch was aussuchen, bitte? Nun, das ist gut gelaufen. Ich hoffe nur, dass es auch hilft, ein wenig aus euch herauszukommen. Jimmy, ich konnte es nicht, ich will nicht aus mir herauskommen. Danke, Clint. Ja, Clint, du unterbrichst uns bei etwas. Aber ist auch egal, hey, alles gut, Clint. Sorry, Clint. Ich verstehe, ich gehe jetzt. Glückwunsch, Jimmy. Also eigentlich verstehst du noch gar nichts, weil nichts ist, aber gut. Who cares? Außer Clint natürlich, der. Aber. Weil noch ist gar nichts, Clint. Noch ist gar nichts. Hey, sie lieben es. Seht, wie sie abgehen. Abgehen? Stand da abgehen? What's the actually? Ja, ahoi. Ich habe gerade an dich gedacht, Bursche. Ich habe gerade an dich gedacht, Fräulein. Was? Dieses Käferfleisch, das du gefunden hast, ist perfekt. Als ich frisch sagte, habe ich nicht erwartet, dass es noch zappelte. Aber ich beschwere mich nicht. Die Fische lieben es. ja. Warum hast du mich Fräulein? Egal. Als Dankeschön wollte ich dir ein altes Fischergeheimnis verraten. Mein alter Papi hat mir das vor vielen Jahren auf einem Angelort beigebracht. Herstellung von Qualitätsfischerköder gelernt. Okay. Mit diesem Fischköder werden Fische von hoher Qualität angelockt. Das bedeutet mehr Geld in deiner Tasche, Bursche. Hey. Das verstehe ich jetzt in der Übersetzung nicht. Er nennt mich Bursche, 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 aber dann sagt er Fräulein und Herrlein? Nee, was hat er gesagt? Also dann gendert er? Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut, egal. Oh, ein Auto, das muss schön nice. Die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. Könnten wir... Danke. Der ist neu, oder? Ja, die Nautilus-Muschel brauchen wir für Dimitrios und sein Bündel. Schade. Wir haben ein Artefakt gekriegt. Ich möchte mich nicht beschweren, aber... Trotzdem schade. Hab ich Fischsuppe dabei? Nein, ich bin rausgerutscht. Ah, Frechheit. Wow, okay. Das reicht noch nicht, oder? Euer Kurz haben wir noch nicht gespendet. Okay. Nierenstern, Uhr, Kristallstuhl. Nichts Interessantes dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Müssen wir eigentlich die Kusur-Key schon haben? Wait, das muss ich mal eben nachgucken. Tour Key. The rusty key is used, obtained by Gunther Katzin in the morning after.
Okay, aber dann kriegen wir einen Zugang. Dann müssen wir jetzt kriegen, weil wir sind jetzt bei 61. Dann haben wir den Zugang hier, dann können wir nicht zu. Nice. Das freut mich. Wir brauchen trotzdem noch mehr. Ich glaube, 80 ist noch so ein Threshold. 80 ist, glaube ich, auch noch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, was da kam. Ich meine, da kam auch noch was. Das heißt, da müssen wir auch noch mal gucken. Aber ansonsten war es das eigentlich. Hey, Kupferbahn für den Kamin. Ja, nur weil es Penny glücklich macht. Sonst würde ich es nicht machen. Hey, bin ganz ehrlich. Nur weil es Penny glücklich macht. Ne? Es ist wirklich nur die Nautilus-Muschel und die ist für Dimitrios. Genau. Kaulbarsch, den haben wir nicht. Wir können noch ein paar Fischsachen verkaufen und wir können gleich auf jeden Fall unseren ersten Videobar mal in den Ofen packen. Aber war eine okay Folge. Wir haben ein neues Rezept. Wir kriegen den Key, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, dann. Es war eine ziemlich gute Folge. Das war ertragreich. Das war ertragreich. Noch ein Buch. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was die Bücher so wirklich bringen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich ehrlich sein soll. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Hä? Yep. Gold war hier nicht drin. Gold war da drin. So. Ein Iridiumbar, ja gut. Ah, ich hab keine Kohle. Nee, zwei brauchst du ja fünf. Ja, auch besser als nicht. Auch nicht so besonders, aber zumindest schon ein bisschen was Iridiumbar. Wir müssen halt in die Wüste, da kriegt man ja mit der meisten Iridiumbar, aber. Wüste ist, glaube ich, Bus. Nee, also Wüste ist Busstopp und das sind 50k, 45k, 40, irgendwie so. Das ist Geld, brauchen wir erstmal. Da war gar nichts. Oh, angeln wir noch ein bisschen, wir haben noch mehr als genug Zeit. Ich da muss die Kupferbahn auf jeden Fall einpacken, sonst vergesse ich nicht. Ach komm schon, nur Müll. Ich würde gerne den Fishing Skill noch auf 5 kriegen im Wende. Alter, ist es so. Ich gehe ja schon raus. Nur Müll. Auch wirklich nur Müll. Selbst die Joja-Cola ist ein Müll. So, jetzt gehen wir zumindest ein, zwei Fische. Da müsste ich wahrscheinlich schon Fishing 5 kriegen. Einfach nur noch ein paar. Naja, okay. Oh, jetzt dreimal so knapp, da muss er mir, dass er mir jetzt so oft rausfliegt, ist natürlich eine Frechheit, aber er war so, ja. Ein Hecht? Oh, Meter 2. Das ist nicht wenig. Ein Meter 2 ist ziemlich, verdammt großer Fisch. Ah, weißt du was? Weißt du was?
Weißt du was, bitte? Weißt du? Bitte, Fisch, ich brauche dich. Ich brauche dich, um mein Skill zu leveln. Natürlich. Na komm. Nein. Oh. Ich danke dir, Fisch, für diese Möglichkeit. Jetzt muss ich dich nur noch fangen, sonst kriege ich auch das Geschenk nicht. Ein 51er Barsch. Oh, 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 oh. Oh, 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 Iridium, oh, I like that, davon kann ruhig mehr passieren. Ich fände es noch besser, wenn da ein Prismatic Shard drin war, hier der Regenbogen Shard, aber, I like that. So. Oh, Fisch, bitte beiße an. Ich war zu spät dran, weil ich gerade auf die Uhr oben rechts geguckt habe. Bitte, Fisch, ich brauche dich. Ich weiß, ich finde gerade nichts mit Fisch zum Reimen auf Fisch. Ich brauche dich. Ja, ist okay. Na, oh, komm schon. Okay. Hat nur Barsche und Hechte drin. Ich habe gerade kurz geblinzelt. Wie instant was gefangen. Boah. Kurz konzentrieren, Jimmy. Boah, wie schnell das weggeht. Nein, ich habe ihn doch fast gehabt. Oh Gott. Was ist nur ein Hecht? Nur ein silberner Hecht? Working hell. Der Goldene hat mir nicht so viel Probleme bereitet wie der Silberne. Naja, gut. Aber ich muss sagen, das ist jetzt der fünfte Fisch. Ich bin immer noch nicht Fishing 5. Ich fühle mich etwas verarscht. Ich brauche auf jeden Fall einen besseren Schwimmer. Stimmt, da hätten wir eigentlich nochmal zum Nachtmarkt gehen können. Zum Nachtmarkt. Das haben wir leider schon, aber ey. Das ist okay. Aber dich verkaufen, es gibt wahrscheinlich nur eins, oder? Es gibt wahrscheinlich wieder nur eins. Ein Gold oder vielleicht 10. Bam, 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 bam. Die Folgen waren ja letztes Jahr ganz schön lang, seitdem wir nicht mehr in die Mine gehen. Ich werde es tatsächlich trotzdem dabei halten, dass wir 2 Tage machen, weil ich glaube, sonst wird das alles ein bisschen sehr lange. Aber, ja, man muss schon sagen, es wird länger. Was sich natürlich, sobald wir wieder deutlich mehr Ausdauer verbrauchen, auch wieder ändert. Falsche Kiste. Richtige Kiste. Ich verkaufe die mal. Ich will einfach mal was wissen. Ich will was ausprobieren. Euch drei verkaufe ich und dich verkaufe ich nicht. Einfach um zu wissen, was da rauskommt. Gut. Ab ins Bett. Ja, 50 ist okay. Fischen, sammeln, fischen, genau. Hab ich die Barsche jetzt auch verkauft, ich Idiot? Ja, aber. Okay, ich gucke mal kurz wegen Animation Cancel.
So, Freunde. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe es geschafft. Deswegen haben wir. Ja, 40 Minuten ist aber nicht so viel. Oh, Gunda. Oh, guten Morgen, lieber Jimmy. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Ja, egal. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte und Mineralien danken, die du entdeckt hast. Du hast alleine echt viele geleistet. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der regionalen Artefaktabteilung bekommen. Wir werden mit dem begehrten goldenen Schaufelpreis für unsere bemerkenswerte Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Wow. Und das alles dank dir. Ich sollte dich wohl besser wieder in die Arbeit lassen. Jetzt gib mir den Zuhörkey. Los, ab dafür. Oh, fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Er ist ein wenig verrostet, aber ich habe jetzt den letzten Satz leider. Entschuldigung. Du hast den rostigen Schlüssel erhalten. Er wurde deiner Sammlung hinzugefügt oder meiner Geldbörse. Ist ja auch, oder? Ah, ein bisschen Iridium. Oh, nice. Was verarbeiten wir als nächstes? So langsam geht es mir ein bisschen aus hier. Können wir dich verarbeiten? Nee, ne? Nein. Warum kann ich Pilze nicht einmachen? Ich weiß nicht, was ich noch einmachen soll. Ja, wir haben hier noch irgendwas. Gold, Gold, Gold. Lauch. Yes. Können wir Fische einmachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich geht das nicht. Na komm, wir nehmen euch. Ist egal. Damit hätten wir zwar Wein herstellen können, aber es ist egal. So. Wir wollen auch nicht vergessen, unsere goldene Spitzhacke abzuholen. Habt ihr das gesehen, wie gut die Animations-Canceling funktioniert hat? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich zeige es euch jetzt hier. Weil hier ist es auch für geplant eigentlich. Na, hey, falscher Knopf. So. So. Aber kurz gucken, was ist das Rechtsklick, ne? Ist das rechts oder links? Genau. Und jetzt ein Herz. Animation Canceling, das ist im Spiel drin, deswegen ist es nicht verboten. Ich werde es allerdings nicht in der Aufnahme machen. Ein Herz weiter und wir haben noch nicht eine Milch gekriegt. Ich werde das tatsächlich außerhalb der Aufnahme mal machen und die dann noch volle Pulle machen. Hast du schon Milch gegeben? Okay, da hast du noch keine Milch gegeben. Okay, das war jetzt. Achso, weil das wahrscheinlich noch die Animation abbricht, ne? Genau, aber das ist so, wie ihr, das ist rechter Shift, entfernen und R. Wenn ihr nicht Überfinger habt, dann werdet ihr das aber ohne ein Makro, den ihr euch wahrscheinlich mit eurer Maussoftware machen könnt, nicht hinkriegen. Das ist aber ein guter und schneller Weg, um die... Habe ich denn jetzt eigentlich Essen gegeben da oben? Ich habe nicht erwartet. Bin ich voll? Nee, warum nimmst du? Mein Gott. Das ist ein guter Weg, um... Ich weiß nicht, ob es bei allen geht, aber zumindest bei denen, die... die gemolken werden. Ich weiß nicht, ob es bei allen geht. Also ich weiß, dass es bei denen geht, die gemolken werden können, also wo ihr interagiert mit, das Freundschaftslevel zu pushen und das heißt wiederum, ihr kriegt besseren Loot. Ich werde das machen, no matter what, weil es mir sonst einfach zu lange dauert, bin ich ganz ehrlich. Ich kann aber verstehen, wenn ihr das nicht mögt,
Aber im Gegensatz zu den, ich benenne mein Tier so und so und kriege das und das Item, ist das ja im Spiel drin. Also das ist ja gut, das andere auch, aber das andere ist ja ein bisschen mehr Cheatcode-mäßig. Achso, das habe ich immer noch Penny gekoppelt. Gut, dass ich kurz dran gedacht habe. Also, das werde ich machen. Ich werde es bei den Kühen machen und ich werde gucken, ob es bei den Hühnern geht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Aber, ja. Ich muss Kupfer brennen. Wenn euch das dann nicht gefällt, dann tut es mir leid, aber... I will do it. Cause I can. Und wie gesagt, das ist halt im Spiel drin, die Animationscanceling. Wahrscheinlich hat es auch wieder irgendeiner durch Zufall herausgefunden, aber es ist nun mal drin und von daher werde ich es benutzen. Das mit den Namen, das war nur, um es euch einmal zu zeigen. Aber Animation Canceling, das geht glaube ich nicht bei allem. Animation Canceling werde ich weiter benutzen. So, Penny finden. Und meine Spitzhacke abholen. Das ist wichtig. Da gehen wir gleich rein. Ich will erstmal Penny finden. Das ist eine Frage, wo sie ist. Bevor wir jetzt suchen, ich guck mal kurz nach. Penny, Binder und Freitags. Leave the Trailer, Museum. Okay, also sie müsste noch im Museum sein. Ah, sie ist noch hier. Hey, hallo Jimmy, Kofferbahn, genau das, was ich gesucht habe. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Hier ist etwas für deine Mühen. Danke, Penny. Meine liebe Penny, wobei ich glaube immer noch, es wird Emily. Ich mag Emily mittlerweile aber ein bisschen lieber, muss ich sagen. Aber, we will see. Wenn es soweit ist. So, meine Spitzhacke abholen. Danke. Auch tut mir leid wegen Emily, aber ne? Sorry, Bro. Danke für deine Arbeit. Wo wollte ich jetzt noch hin? Was wollte ich jetzt noch? Achso, ich wollte Penny Museum Spitzhacke. Ja, okay. Okay. Achso, ich könnte noch mal gucken. Aber eine neue Quest. Haben wir nicht. Okay. Wir können in die Mine gehen. Aber eigentlich don't care about die Mine gerade. Deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt hier nochmal nach Artefakt-Spots. Ja, wir gucken hier nochmal nach Artefakt-Spots und dann würde ich sagen, fischen wir hier ein bisschen. Wir gehen auf jeden Fall gleich noch nach unten. Ich will aber erstmal hier oben und dann nach in den besonderen Wald oder was auch immer das ist. Da ist nix. Hallo. Ein dreifacher Espresso. Knoblauch. Brauche ich eine Kugelfisch für ein Bündel? Ich weiß gar nicht, was Kugelfisch auf Englisch heißt.
Pufferfisch. Ah, gut, ja. Traveling Card Ability. Naja, sieh nicht danach aus. Als ob ich dich bräuchte. Aber ich gucke eben nach. Pufferfisch. Also mehr ich fertig werde, so besser ist es, ganz ehrlich. Sind wir mal realistisch. Sind wir realistisch. So, hier haben wir noch gar nicht gesucht und hier können halt auch noch einiges sein. An Artefakte. Und wir brauchen halt auf jeden Fall das Hardwood, da müssen wir auch mal so ein bisschen dran denken. Also jetzt zugegebenermaßen noch oft genug nicht dran gedacht habe. Ich hasse diesen Wald. Das Lustige ist, wenn wir Stardew Valley Expanded spielen, da ist dieser Wald hier noch viel anstrengend. Aber it is what it is. Und ihr wisst, es hat noch immer gut gegangen. Ich sehe die nicht. Nervig. Hier noch eine andere Art zum Fischen als in dem anderen als in dem anderen Bereich anderen Teich, so das Wort fehlt mir. Ist hier ein Unterschied? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir gucken mal, wir wollen hier noch ein bisschen fischen. Wandpflanzen. 18 Uhr. Ah, war schon spät. Wollen wir mal kurz nachgucken, was wir brauchen für... Oh, dich können wir herstellen. Ach, ich habe gedacht, ich hätte bessere Köder gekriegt. Aber das habe ich gar nicht. Ich habe den Bobber gekriegt. Okay, ja, gut, okay. Das war ganz nice. Das ist halt ein... ja, genau so. Ich komme gar nicht auf den Namen. Aber ich hätte gerne den, der die Leiste erhöht. Feldspringer. Ah, oh, okay. Spezialfisch, einfach so. Purer Zufall. Absoluter Zufall. Gib mir einen Fisch. Gib mir einen Fisch. Bitte gib mir noch ein, zwei Fische, bevor ich nach Hause muss zum Schlafen. Gib mir einen Fisch. Gib mir einen Fisch. Das war auch sehr spät. Aber auch nie reagiert. Perfect Fish. Perfect Cash. Catch. So, gib mir einen Fisch. Gib mir einen Fisch. Gib mir keinen Müll. Und diesmal auch wirklich Müll. Nicht nur eine alte Zeitung oder eine kaputte Brille, diesmal Müll. Gib mir einen Fisch, gib mir einen Fisch, gib mir noch so zwei Fische, dann geh ich nach Hause. Dann geh ich nach Hause. Dann bitte noch so ein, zwei Fische, dann geh ich nach Hause. Gib mir einen Fisch, gib mir ein... Danke. Okay, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Karpfen.
Und wie geht's euch eigentlich so? Ich glaube, dass es mir aktuell das Schlimme ist, ich wollte sagen, dass es mir aktuell nicht so gut geht, aber das stimmt nicht. Weil es mir grundsätzlich, wenn ich alles runterbreche, relativ okay geht. Ja, aber dann ist halt. Dann kommen halt die ruhigen Momente, dann kommen halt die Sachen, wo mein Kater immer bei mir war und oh, in den Situationen geht es mir echt nicht gut. So gar nicht. Wenn was knistert oder ich kurz am Fenster stehe oder ich mit der Familie telefoniere, also Sachen. Ganz schlimm ist es tatsächlich, muss ich sagen, wenn ich ins Bett gehe. Weil das Allerspiel, egal wie sehr er mich den Tag über gehasst hat, ist das der Punkt gewesen, wo er gekommen wäre. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin aktuell wenig ausgeschlafen. Ich schlafe sehr schlecht. Ja. Wenn ich ehrlich sein soll, würde ich mich am liebsten irgendwie in die Ecke legen. Leider. Das war knapp. Was heißt leider? Ich muss halt trotzdem funktionieren. Und dazu passt jetzt leider. Leider gibt es viele Menschen, mit denen ich gezwungenermaßen zu tun habe, die das nicht verstehen. Ist ja nur ganz große Anführungszeichen ein Tier. Nee, nee. Das ist nicht nur ein Tier. Das war nicht nur ein Tier. Ganz im Gegenteil. Aber, ja. Ansonsten, wenn ich das Mentale und das Emotionale mal außen vor lasse, ja, ansonsten geht es mir relativ gut. Ich habe heute Rücken- oder Schulternschmerzen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn nicht, ey, redet mit Menschen, sucht Hilfe. Und mit Suchhilfe meine ich alleine nur, redet schon mit einem Freund und sagt, ey, ich habe das und das Problem. Hast du eine Idee oder so? Redet mit Menschen. Das ist wichtig für euch. Für euch ist das wichtig. Glaubt's mir. Ja, und ansonsten muss ich sagen, und ich sage das wirklich ungerne, aber es ist auch ein Fakt und es gehört auch mit dazu. Money ist gerade echt scheiße. Money ist gerade echt scheiße. Also. Und ich weiß, dass ich das, jetzt blöd anhört und ich meine das auch nicht so, wie es sich jetzt anhört, aber ich sag mal so, ich bin jetzt so 1-1 und bitte nicht falsch verstehen, wirklich nicht, weil die Katze hat mir alles bedeutet, Simba hat mir alles bedeutet, alles. Aber ich bin jetzt so gut 1000 Euro minus, im Minus. Boah, und das ist auch so, ja, ist gerade nicht schön. Bin ich ganz ehrlich, ist gerade echt nicht die schönste Zeit. Und ich hoffe, ihr entschuldigt auch, dass ich das mal sage.
Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das sage. Ich habe ja auch schon über die Krankheit und so weiter und so fort von Simba gesprochen. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich das sage, weil das für mich auch dazugehört. Es ist nicht alles happy, happy, happy. Weil die Influencer, die Entrepreneure, die Content Creator und wie ihr es nennen wollt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Die ganzen Leute, denen ihr folgt und die ja, euch zum Lachen bringen, euch zum Nachdenken bringen und so weiter und so fort. All die Leute, die ihr gerne zuguckt, egal wo, auf welcher Plattform, vollkommen egal wo, die haben auch Probleme. Manche mehr, manche weniger und manche. Bei vielen ist es auch Wein auf hohem Niveau. So, ich möchte jetzt keinen Namen nennen und das werde ich auch nicht, aber da war eine Person. Ach komm schon. Ja, vielleicht habe ich einen Skill abgemacht, habe ich sie zumindest voller P. Volle, ja, habe ich, okay. Sammeln sogar. Ja. Hey, wir können Hof herstellen, das ist nice. Wildbeerenernte, axeffizient. Das verstehe ich noch nicht, deswegen nehmen wir das. Es gab da einen Menschen, dem wohl, und das glaube ich ihm, glaube ich dem Menschen, weil ich will weder sagen, ob der Mensch männlich oder weiblich ist, glaube ich dem Menschen, der wurde Geld entwendet. Nicht die größte Summe, aber ihm wurde Geld entwendet aufgrund von Dritten. Und diese Person macht dann Urlaub. Ich sage auch nicht wohin oder so. Ich will gar nicht, dass das, ne? Aber macht dann Urlaub. Und ich muss sagen, ja, das ist ein gutes Recht, Urlaub zu machen. Und der wäre vielleicht auch schon bezahlt und alles drum dran. Aber ich finde, du kannst dich dann nicht vor dem Urlaub dahinstellen und einen Stream machen und Geld einzusammeln. Weil du wahrscheinlich eh schon relativ viel Geld hast. Zumindest mehr als, wahrscheinlich mehr als ein normaler 8-to-9-Arbeiter oder 5-to-9 oder wie auch immer. Nee, 9-to-5, so ist es, ne? Als ein normaler Arbeiter, wahrscheinlich hast du mehr Geld, wenn du es ordentlich machst. Und was ich an der ganzen Situation sehr schwierig fand, die Person hat über mehrere Wochen, als ob die Person darauf hingearbeitet hätte. Das möchte ich der Person nicht vorwerfen. Das ist nur so, wie es sich für mich angefühlt hat. Immer wieder darauf hingewiesen. Dann kam irgendwann raus, dass sie mit einer Gruppe in Urlaub fährt. Und dann gab es auf einmal doch einen Stream, wo man für das Geld, oder dann gab es einen Stream, um das Geld reinzuholen, was angeblich von der Community ausgemacht wurde? Boah, das finde ich schwierig. Weiß ich nicht. Ich habe es jetzt, glaube ich, ich habe noch nie die Zahl genannt, aber ich habe einmal gesagt, dass ich Probleme habe und ich sage es jetzt. Und ich sage euch auch ganz klar, jeder, der Geld über hat, darf uns gerne was donaten, immer. Wenn ihr das mögt, was wir machen, ihr dürft uns immer gerne was donaten, aber denkt erst an euch und die Menschen, die euch wichtig sind. Und wenn ihr dann sagt, ey, ich habe 2 Euro über, dann dürft ihr das gerne schicken. Ansonsten macht es nicht. Tut mir den Gefallen. Denkt zuallererst an euch. An euch, an eure Familie, an eure Tiere, an die Menschen, die euch wichtig sind, Freundin, was auch immer. Und wenn es nur ein Döner ist mit 3 Falafeln mehr. Also mit extra Falafeln. Oder ihr esst Fleisch, dann mit mehr Fleisch. Wenn es nur das ist, denkt bitte erst an euch, weil das ist euer hart verdientes Geld. Und das zählt, egal für was es zählt, egal für was. Denkt bitte erst an euch. Ja. Aber ich glaube, jetzt habe ich wieder genug educated. Das ist auch schon wieder eine Stundenfolge. Ich habe Spaß an Stardew Valley. Ich freue mich und ich werde es tatsächlich auch erst anfangen, wenn das Jahr vorbei ist und wir in Jahr 2 kommen. Auf Stardew Valley Expanded, da gibt es ein paar mehr Menschen oder Charaktere und so. Freue ich mich drauf.
Ansonsten sehen wir uns mal wieder bei Valheim oder in einem Livestream oder ihr schaut weiter Stardew oder guckt uns alte Probleme, guckt euch alte Sachen von uns an. Star Wars The Old Republic zum Beispiel. Ich wünsche euch was und wie gesagt, bitte gebt niemandem Geld, wenn ihr es nicht über habt. Und mit über meine ich, das ist Geld, was irgendwo liegt, was ihr nach 2 Monaten immer noch irgendwo was nach 2 Monaten immer noch irgendwo liegt, weil ihr es nicht gebraucht habt. Bitte. Ansonsten, ey, ich wünsche euch was. Und ich danke jedem, der dazugekommen ist. Und ich danke jedem, der kommentiert, der liked, der teilt und so weiter und so fort. Ich danke euch von ganzem Herzen. Danke sehr. Wir sind cool, meine Freunde. Wir sind cool.